Jeder von uns bekommt Fragen oder jeder von uns muss Entscheidungen treffen und dann hat er keine Ruhe im Herzen. Was sollte man hier machen? Da sollte man Gelehrten fragen. Aber welche Gelehrten? Welche Ulama? Diese, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die Wissen haben und die das für Allah subhanahu wa ta'ala tun, weil der Alim, wenn er ein Fatwa gibt, wenn er ein Rechturteil gibt, dann unterschreibt er anstatt Allah subhanahu wa ta'ala. Und er muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und wenn man aber die Ulama gefragt hat und wenn man nach den Beweisen gesucht hat und trotzdem hat man noch Zweifel im Herzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Unterlasse das, was in dir Zweifel vorruft, für das, was in dir kein Zweifel vorruft. Aber wenn die Leute auch dir Fatwa geben, und du hast keine Ruhe im Herzen, weil du im Herzen nicht ruhig bist. Du denkst, vielleicht ist das nicht richtig. Dann hier musst du auf dein Herz vertrauen, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. Wenn dein Herz lebendig ist und wenn die Stimme Allah oder wenn Wa'idullah, das war die Ermahnung Allah subhanahu wa ta'ala in deinem Herzen klar ist. Nicht, dass man sagt, nein, ich mache Fatwa für mich und was mein Herz sagt, dann folge ich. Aber wenn dein Herz nicht sauber ist oder nicht rein ist und wenn du Allah nicht fürchtest, dann wirst du auch falsch entscheiden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, lieber Muslim, bevor du etwas tust oder machst, sollst du fragen. Nicht, dass du etwas machst und danach fällst du auf deine Nase in Dunya und am letzten Tag in der Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, vergeben.